Alle sprechen über Corona-Tote, wie das Robert-Koch-Institut. Wer spricht allerdings über Corona-Kranke? Und warum erfährt man von den Krankenkassen, wie der kaufmännischen Krankenkasse oder anderen Krankenkassen, so wenig über angebliche Corona-Kranke? Hallo, mein Name ist Jürgen Felger, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung. Ich habe hier einmal etwas zusammengestellt und die Daten folgen gleich. Die Quellen zeige ich gleich hier einmal nur für das erste Halbjahr 2020, also bis zum 30. Juni. Und zwar gab es knapp 9.000 Todesfälle, angebliche Todesfälle, welche das RKI vermeldet hatte. Und das sind die Fälle. Das ist die Gesamtheit der Bevölkerung, 82 Millionen in der BRD. Und hier haben wir noch einen Anteil ausgerechnet. Und hier haben wir die Corona-Kranken der kaufmännischen Krankenkasse, die vermeldet wurden. Die Pressemitteilung zeige ich gleich. 523 Fälle, nur Kranke bei 1,7 Millionen Versicherten. Das wäre, wenn man das mal in Relation setzen würde, eine Vergleichszahl von Kranken zu Toten von 35, 0,35. Das heißt, wir haben hier eine angebliche Sterblichkeit von 35%. Die behaupte ich nicht, aber das könnte man daraus lesen. Und darauf will ich hinaus, dass hier irgendetwas nicht stimmen kann. Also hier 1,7 Millionen Versicherte bei der kaufmännischen Krankenkasse. Ja, hier die Meldung der KKH, erstes Halbjahr 2020, mit 523 Krankschreibungen von Arbeitnehmern aufgrund einer Corona-Infektion bzw. eines Verdachts darauf. Also Verdacht, wie auch immer, der Arzt sagt, ja, Sie haben Corona, muss noch nicht mal ein Test sein. Aber wie auch immer. Hier haben wir den Link dazu, den packe ich unten in die Videobeschreibung und das Ganze wurde schon veröffentlicht am 3. August. Ja, also hier von der KKH. Und jetzt gehen wir zum Robert-Koch-Institut. Hier gibt es diese Lageberichte und hier habe ich gewählt eben den Lagebericht vom 1. Juli, der eben dann entsprechend, da kann ich auch noch mal hier drauf gehen, falls das gewünscht ist. Ja, dann eben entsprechend den Lagebericht für den Juno zeigt, bis zum Juno verstorben. Das wird ja immer draufgepackt extra und nicht, also komplett seit dem Beginn der Zählungen. Also 8.985 Verstorbene. Ja, und hier wird von Erkrankungen gesprochen, ständig von Erkrankungen. Ja, hier wird von 4,6% Verstorbenen übrigens gesprochen, aber das nur am Rande. Worauf ich hinaus will, ist noch einmal hier Corona-Tote laut RKI 9000. Aber wer meldet eigentlich hier Corona-Kranke? Und das ist doch im Vergleich irgendwie in Relation irgendwie komisch. Denn hier habe ich Kranke und hier habe ich Tote. Das Robert-Koch-Institut meldete eine Tödlichkeit von 4%, aber hier habe ich sogar eine Tödlichkeit von 35%. Also da passt irgendetwas nicht zusammen. Also die Krankmeldungen, die hier getätigt werden, da hätte ich gerne mehr Informationen und nicht nur durch irgendwelche B-Promis, die sich in Corona-frei verabschieden und ihr sich als krank melden, sondern ich hätte gerne Meldungen über angebliche Corona-Kranke, wenn hier daraus resultiert, dass hier es auch Corona-Tote gibt. Oder will irgendjemand behaupten, dass jemand an Corona-symptomfrei verstirbt? Soweit, danke für die Aufmerksamkeit. Bis dahin.